Hallo, ich bin Carsten in Langenfeld-Rösrath und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Mal. Ja, es wurde mal wieder Zeit, dass ich mal mit meinem Projekt Neanderlandsteig weitermache. Und ja, bin ich jetzt heute auf meiner 9. Etappe. Und zwar eigentlich ist es die Etappe von Monheim nach Rösrath. Nach Langenfeld-Rösrath, aber ich gehe die Etappe heute einfach mal anders herum. Ja, das hat einen ganz einfachen Grund, warum ich heute die Etappe anders herum laufe. Es liegt schlicht und ergreifend daran, ich kam heute Morgen irgendwie nicht wirklich in die Gänge und da ich ja immer die Etappen als Strecke wandere, fahre ich ja in der Regel mit dem Auto zum Zielpunkt meiner Wanderung und fahre dann mit Bus oder Bahn zum Start der Wanderung, sodass dann am Ziel das Auto auf mich wartet. Ja, aber da ich heute erst so spät losgekommen bin und jetzt dann noch relativ lange auf den Bus hätte warten müssen, dann wäre ich erst ja, so gegen 11:30 heute losgelaufen. Ist mir zum Loslaufen zu spät. Also habe ich entschieden, ich laufe direkt los, laufe die Strecke andersherum. Naja, werde ich sehen, ob ich dann früher am Auto zurück bin oder ob ich trotzdem erst abends spät zu Hause bin. Schauen wir mal. Ja, ich schaue gerade auf der Karte nach, was das hier von Gewässer ist. Das ist einfach ein Mühlengraben, der von der Wupper abgeht. Ja, und hier ist eine Brücke. Hier muss ich über die Wupper gehen. Ja, wieder mal führt der Weg an der Autobahn vorbei. Diesmal ist es die A59 und die müssen wir dann gleich auch noch mal überqueren. Ja, würde ich sagen, gehen wir doch mal gemeinsam über die A59. Aber da ist eigentlich relativ wenig los sogar. Die kenne ich sonst voller. Sind wir hier am Stöckenbergsee. Meines Wissens ist das ein Kiessee, also quasi ein alter Baggersee. Aber ist ganz nett. Ja, das Wasser scheint auf jeden Fall sehr klar zu sein.
ja, interessant ist, die Felder und Wiesen hier bei Monheim sind zumindest zum Teil Testgelände von Bayer. Ich weiß nicht, ob die hier Pestizide oder Dünger testen. Ich bin auch gerade an so einer alten Gutsanlage vorbeigekommen. Hof Lach mit Doppel-A. Habe ich jetzt kein Foto von gemacht. Da stand auch überall Bayer dran. Ich denke mal, dass von da aus die Tests gefahren werden, denke ich mal. Ja, auch hier auf diesem Schild kann man so gerade eben noch lesen, dass hier hinter auf dem Gelände auch eine Versuchsanlage ist. Ja, und laut Karte gehört das da drüben schon zu Bayer. Ja, ich bin jetzt auf den letzten Metern bei dem Herbstwetter hier. Aber ich habe ja Glück gehabt, Regen gab es unterwegs nicht. Dann muss ich jetzt mal langsam sehen, dass ich den nächsten Bus erwische. Dass ich dann irgendwann wieder am Auto bin. Aber also besser ist es eigentlich andersrum, mit dem Auto zum Zielpunkt zu fahren, weil ja, ein bisschen verschwitzt bin ich schon, auch wenn es eigentlich eine recht flache Tour war oder ist. Und naja, jetzt muss ich halt noch auf den Bus warten und noch, ich weiß jetzt nicht, ein oder zweimal muss ich auf jeden Fall noch umsteigen. Da ist es dann doch schon besser, wenn man es andersrum macht. Kann man sich in sein Auto setzen, Heizung anmachen, gegebenenfalls. Weil es ist schon ganz frisch, ganz schön frisch. Also ich merke es an den Händen. Man kann schon fast Handschuhe anziehen. Ja, was soll ich sagen? Gleich bin ich am Ende. Ich hoffe, euch hat die Tour ein bisschen gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.